Kommen wir mal zur Gleichung, die, wir machen jetzt weiterhin Übungen, und zur Gleichung, die ein bisschen komischer aussehen, vielleicht, wo man denkt, na nu, was ist denn hier passiert? Jetzt haben wir x auf der rechten Seite gehabt, jetzt haben wir x auf der linken Seite gehabt, jetzt haben wir mal x mal 3 stehen oder 3 mal x oder sonst was. Ich mache es mal scheinbar komplizierter. Sagt mal zu Anfang eine Frage. 3 Äpfel plus 7 Äpfel, das kann jeder beantworten, ist gleich 10 Äpfel. Das wissen wir. Wir wissen auch aus der Physik, dass wir unbedingt, wenn wir uns ausdrücken, konkret ausdrücken. Nicht 3 Euro oder einfach 3 plus 7, sondern wir müssen wissen, worum es geht. Könnte ja auch Kilogramm oder böse Schüler sein. Wenn ich statt Äpfel schreibe 3x plus 7x, dann kann nur Folgendes rauskommen. 10x. Logisch? Wenn ich schreibe 3 Euro plus 7x ist gleich, dann stimmt was nicht. Das kann man nicht zusammenfassen. Logisch? Denn x ist was Unbekanntes. Euro, da weiß jeder 3 Euro. Ja, die kann man in die Hand nehmen. Aber 7 mal was Unbekanntes, also da lässt sich nichts zusammenfassen. Noch ein anderes Beispiel. 7 Euro plus 8, das ist nicht 15 Euro, denn hier sind 7 Euro und hier sind es 8 irgendwas. 8 Kilogramm vielleicht, oder vielleicht doch 8 Euro. Wir wissen es aber nicht, also darf man sie nicht zusammenfassen. Aber wenn die den gleichen Namen haben, 3x plus 7x, dann kann ich 10x sagen. 3 Äpfel plus 7 Äpfel ist 10 Äpfel. Einverstanden? Bis dahin? Gut. Jetzt könnte ja eine Gleichung so aussehen. Bleiben wir mal bei unseren 3x. Plus 9 plus 2x ist gleich 4. Was nun? Ich zeig mal, was passiert. Jetzt guckt man sich den Kram an und sagt, Moment mal, das kann ich doch zusammenfassen. Und wenn es gar zu unübersichtlich ist, unterstreicht man sich das, was man zusammenfasst, mit Vorzeichen. Man unterstreicht es einfach, damit man die Übersicht nicht verliert. Ich mache das jetzt mal in Blau weiter. 3x plus 2x ist 5x. Und jetzt geht's weiter. Die 9 schreiben wir dahinter. Wir haben also zusammengefasst, ist gleich 4. Und jetzt ist Tippeldappeltour, minus 9, 5x ist gleich minus 5, durch 5. X ist gleich minus 1. Ich mache mal kurz eine Pause. Probieren wir also jetzt mal Aufgaben dieses Typus. Also solcher Art. Ich drücke dann wieder die Pause-Taste. Jetzt sage ich mal nicht 3x, sondern 5x minus 4 plus 2x minus 8 plus 6x plus 17 soll sein 0. Lösen Sie bitte die Gleichung, meine Damen und Herren. Ich zeig's mal. Achtung, ich unterstreiche. Leute, nicht gerade unterstreichen, sonst wird es ein Bruchstrich. Das dürfen wir nicht machen. Wir sagen, wer heißt denn hier x? Der heißt x plus 2x. Wir wissen, das ist ein positives. Deswegen plus 6x. Und das war's. Und wenn man das hat, fasst man die zusammen. 5x plus 2x ist 7x plus 6x ist 13x. Jetzt schreibt man neu hin. Die restlichen, die muss ich nie unterstreichen, denn die stehen ja schon da. Und wenn die einen unterstrichen sind und zusammengefasst sind, bleiben mir bloß noch die anderen übrig. Minus 4 minus 8 ist minus 12 plus 17 ist 5. Ne? Ich kann auch so rechnen. 17 minus 8 ist plus noch 9 und dann minus 4 ist auch 5. Also plus 5 ist gleich 0. Und jetzt sieht die Gleichung schon viel netter aus. Durch einen einfachen Schritt zusammenfassen, so wie die Äpfel, haben wir die X zusammengefasst. Und jetzt können wir loslegen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ne? Jetzt haben wir es schon so weit gebracht, dass die Gleichung einfach ist. Ah, hier diese scheiß Null, blöde Null. Die macht doch ein bisschen die Sache scheinbar kompliziert. Wir machen trotzdem eisekalt weiter. Wir wenden unsere Geheimwaffe an. Minus 5 ist der nächste Schritt. Dann heißt die nächste Zeile 13x ist gleich minus 5. Wer heißt hier nicht x? Mal 13 heißt nicht x. Also durch 13. Tja, wir wissen ja hier,
wenn ich etwas Negatives durch was Positives teile, dass es ungleiche Vorzeichen sind, naja, hier hat sich's ja gekürzt und hier steht minus 5 Dreizehntel. So, jetzt machen wir mal eine Probe. Ne? Das Ding brüllt ja nach Probe. Achtung, wir müssen hier oben einsetzen, hier oben. Denn hier könnte uns ja schon ein Fehler beim Zusammenfassen unterlaufen sein. Und wenn man das Ding hier gelöst hat, denkt man, naja, dann, wenn ich das hier einsetze, dann stimmt es. Aber wehe, ich habe hier einen Fehler drin, dann stimmt zwar der Rest, aber die originale Gleichung stimmt nicht. Also die muss ich nehmen. So, probieren wir es aus. Das hier ist unser Ergebnis, das werde ich also hier und hier und hier einsetzen und den Rest schreibe ich ab. Na denn, also 5 mal minus 5 Dreizehntel. Der Übersichtlichkeit halber, damit das Minus nicht plötzlich sich mit dem Mal irgendwie verbindet, schreibt man das in Klammern. Minus 4, das ist die olle minus 4 hier, plus 2 mal minus 5 Dreizehntel. Minus 8, jetzt werde ich das mit dem Gleicherzeichen wahrscheinlich nicht ganz hinkriegen, plus 6 mal minus 5 Dreizehntel. Plus 17. Und das soll 0 sein? Das ist die große Frage. Werden wir sehen. Man überprüft sich. Also man sagt nicht, ja, ja, das ist 0, das sieht man. Nee, von wegen. Fassen wir das mal zusammen. 5 mal 5 ist 25, aber hier steht ein stilles Plus. Also minus 25 Dreizehntel. Minus 4, abschreiben. Plus minus, also gleich ein Minus draus machen. Minus 10 Dreizehntel. Minus 8. Hier entsteht ein Minus, ne? Plus 6 mal minus 5, also minus 30, 3/10, plus 17. Das soll 0 sein, immer noch die Frage. Jetzt nehme ich die den gleichen Namen haben. Das sind 1, 2, 3, diese 3/10 und die fasse ich zusammen. Die sind alle Minus, das heißt, es wird was Negatives rauskommen. Minus 25, minus weitere 10 sind minus 35, minus 65 Dreizehntel. Die darf man zusammenfassen. 25 und 10 sind 35 und 30 sind 65. Aber alles negative, also bleibt es minus 65. Minus 4 minus 8 ist minus 12. Minus 12 plus 17 ist 5 Ganze. Und das soll 0 sein, ist noch immer die Frage. Wenn ich das aber kürze hier, mache ich das mal in Aubergine, dann sehe ich, das geht durch 13, ist 1 und das ist 5. Und jetzt heißt das ganze Ding minus 5 plus 5, yo, das ist 0. Na, dann waren wir doch gar nicht so falsch. Action. Wir wollten jetzt nochmal ein paar Aufgaben des eben geübten Typs mit dem Zusammenfassen üben. Machen wir das mal so. Oh, das war aber der dicke Stift. Minus 3 plus 4x plus 7 minus x plus 8 minus 2x ist gleich minus 5. Ist mir so eingefallen. Tut mir leid. Also, Übung. Denkt ans Unterstreichen. Immer mit Vorzeichen unterstreichen. Am besten zuerst die x und fasst zusammen. Und dann kommt die Tippeldappeldur. Also die Aufgabe, so schwer ist sie nicht. Man muss bloß ein bisschen aufpassen. Hier steht minus 3. Und so weiter. Gucken wir uns mal erst die x an. Ich hatte sie unterstrichen. Und zwar 4x minus 1x sind bloß noch 3x. Und noch 2x weg ist bloß noch 1x. Die 1 schreibt man nicht dazu. Jetzt aufpassen. Minus 3 plus 7 ist 4. Plus 8 ist 12. Alles behandelt, alles weg. Rechts minus 5 bleibt. Der Rest ist jetzt ganz leicht. Ne? Minus 12 ergibt x ist gleich minus 17. Die Probe könnte man dafür auch machen. Soll ich sie machen? Mal zeigen? Oder ist zu blöd, ne? Also das ist zu leicht. So, ich habe in der Zwischenzeit noch eine Aufgabe mal mit größeren Zahlen geschrieben. Keine Angst vor großen Zahlen, denn die geht genauso. Also, Pause und ihr seid wieder dran. Also, jetzt diese Aufgabe, die sieht bloß ein bisschen doof aus. Fassen wir mal die 25x beide zusammen zu 50x. 400 minus 100 ist 300, 6000 lassen wir. Erster Schritt, das dürfte ganz klar sein. Jetzt gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn ich es aber als Bruch schreibe, dann kann ich ganz locker durch 10 teilen und die Nullen wegstreichen. Also, das hätte ich eigentlich gar nicht machen sollen hier. Sondern nur die Nullen wegstreichen. So, 570 durch 5
Wenn ich das mit 2 erweitere und dann durch 10 teile, komme ich auf 114. Das geht schneller. Kann man im Kopf. Oder ich sage, 500 durch 5 ist 100 und 70 durch 5 ist 14 und kriege das auch so raus. Ist alles nicht so schlimm. Wie gesagt, Probe kann man machen. Man kann sich jetzt selber irgendwelche Aufgaben zusammenbasteln. Ich würde nicht gleich mit solchen Ballermann-Aufgaben arbeiten, denn es geht ja noch darum, dieses Verfahren zu trainieren. Das ist schon ein bisschen weiter. Aber selbst das geht mit größeren Zahlen. Es geht mit allem. Aber hier von diesem Typus würde ich an eurer Stelle immer wieder mehr Aufgaben bauen. Ich schließe das Video jetzt erstmal an der Stelle ab. Alle Achtung, ihr habt gut gearbeitet und jetzt kommen noch ein paar extra Worte, aber die gehen jetzt hier keinen was an. Tschüss an die anderen, die zugucken.